was bisher geschah. Du kriegst Kelani nicht. Den Hof kriegt Alex, er ist der Ältere. So funktioniert es in Dads Kopf schon okay. Wenn er einmal vergewaltigt, kann er es wieder tun. Ich würde nicht alles glauben, was Becky sagt. Sie spinnt sich was zusammen. Nur bleib nie allein mit ihm, ha? Huh? Ah, ich weiß, worum es hier geht. Du willst deinen Job wieder haben. Kommt nicht in Frage. Ich hab den Job. Du bist gegangen. Also zieh Leine. Jody, er hat mich vergewaltigt. Nichts, was ich ihm dafür antue, reicht. Was? Dieser Typ? Die Leute wissen doch, wie du bist. Du machst dich doch zum Gespött wegen dem harmlosen Gefummel hinter der Bar. Nein, Becky! Ah! Wer bietet 14, 14, 13, mein Gott, 5, wer kauft so einen traurigen Haufen? Die sind ja halb tot. Ganze 15 Dollar an Claire McCloud. Danke. Die vergeudet die Hälfte meines Geldes. Juhu! Super! Ich fass es nicht. Wir haben die dünnen Schafe für Peanuts gekauft und haben jetzt 400% Gewinn in 5 Monaten. Alles klar, jetzt wird gefeiert. Was ist das? Oh, nur einige Sachen und ein Partykleid für die Stadt. Es ist ein Essen, keine Party. Und ich zahle. In dem Fall nehme ich Frühlingsrollen, Dimsum, Honiggarnelen. Daraus wird nur leider nichts. Das Restaurant ist geschlossen. Charlies Frau liegt in den Wehen. Verdammt. Ja, aber wir müssen doch feiern. Ja, aber dann können wir nur... Und warum nicht der Pub? Was soll's sein, Ladies? Fire Engine. Hey, Rich, kümmerst du dich um die Ladies, wenn sie sich entschieden haben? Neuer Billardtisch, Brian. Du willst wohl Ärger. Was ist mit Karaoke? Vielleicht gibt's ja einen Song über dünne Schafe. Alles, nur nicht die Spice Girls. Ich gehe da niemals rauf. Du singst doch unter der Dusche. Jody hilft dir. Aber ich sing doch nicht vor allen Leuten. Ohne Lippenstift trete ich nicht auf. Bin gleich wieder da. Okay. Komm mit, Claire. Oh, Tess! Hier für dich. Danke. Who's out there? This is what they say. Cheers, cheers. Don't listen to them. You can give it away. They say the higher you fly, the farther you fall. The harder you fight, the more you can lose. The come higher on, the night, the faster you burn, the clearer the call. Hi, Dieter. Hallo. Nur der eine Song? Eigentlich schade, dass ihr eure Fans enttäuscht. Die sollen nie genug kriegen, der alte Trick. Also, trinken wir auf die dünnen Schafe? Die dünnen Schafe. Ja, auf dem Weg hatten wir es schon versucht, Dad. Was heißt versucht? Ihr sollt anständige Schafe kaufen und das zu einem guten Preis. Ja, ja, erstklassige Lämmer zum guten Preis, ich weiß, ja. Habt ihr nach dem Käufer von Will? Ja, ich hab rumgefragt. Niemand weiß, wer Will Gill gekauft hat. Johnny. Was machst du denn hier? Ich bin der Küchenjunge. Ich dachte,
Du wärst wieder in der Schule. Hier ist die Bezahlung besser. Ist mein neuer Lehrling. Hier lernt er alles, was er wissen muss. Du machst einen Fehler, Shawnee. Ja, ja. Du wohnst zu weit draußen, Becky. Ich pass auf ihn auf. Mick? Oh, danke. Hey, ist der Champagner kalt genug? Tess, wenn du reingehst, frag Jody, wann sie anfängt zu singen. Okay. Hey, Mick. Terry, willst du eine Zitronenlimo? Ich hab noch, danke. Ich wollte nur kurz Mick sprechen. Ja, klar. Natürlich. Alles okay? Ja. Da wir schon mal in der Stadt sind und so, als Entschädigung, weil ich dich neulich versetzt habe. Ah, ja. Du hast sogar Shampoos. Für dich. Ich hab meinen Tee. Soll ich einschenken? Ach, später. Der läuft ja nicht weg. Entschuldigung, ich kann's später machen. Oh nein, schon gut. Ist doch frei. Kimmy, ist alles okay? Aber klar. Hör zu, also wenn Brian irgendwas macht, dann... Vergiss es, okay? Brian hat wieder angefangen. Ich wusste es. Und was machen wir nun? Was ist? Was nun? Probieren wir es jetzt mit dünnen Kühen und verdienen uns noch eine goldene Nase? Ja, gebt ihnen einen neuen Bullen. Hi, Nick. Willkommen daheim. Wir wussten nicht genau, ob wir dich wiedersehen. Tess, aber ich lebe hier. Wie war die Geschäftsreise? Ach, immer dasselbe. Du kannst Dad hoffentlich aufmuntern. Der spuckt Gift und Galle. Er ist völlig ausgerastet. Jemand hat ihm Wilgill vor der Nase weggeschnappt. Ich weiß. Du weißt es? Sag schon, dann machen wir ein gutes Angebot. Ja, doppelter Kaufpreis, sonst läuft nichts. Du? Wow, ich gratuliere dir. Ich werde die Farm wieder aufbauen. Mach dich selbstständig. Musste ja irgendwann kommen. Nein, ich vergrößere doch nur Dads Reich. Er wird es lieben. Ja, von wegen. Wir haben gerade 4000 Morgen gekauft. Na, hol mir ein Bier. Ja, ist gut. Ich helfe dir eben, Alex. Es geht hier nicht nur um Harry, stimmt's? Da wartet viel Arbeit. Wenn Dad es als Teil von Kelani betrachtet... Kannst du seine Maschinen benutzen. Aber auch Personal und alles, was ich kriegen kann. Ganz schön hinterhältig, Nick Ryan. Wo ich das wohl her? Cheers. So, bitte sehr. Danke. Ich hätte Wilgill selbst kaufen sollen. Jetzt steht's 15-0 für Nick. Und wer verteilt die Punkte? Dad wollte diese Farm schon lange haben. Wenn Nick nicht mehr da ist, kann das Leben interessant werden. Auf Wilgill. Auf Wilgill. Hey, bleib doch zum Essen hier, dann haben wir doppelt zu feiern. Klingt gut. Einer von uns muss bald aufhören zu trinken. Wir müssen heute Nacht noch zurückfahren. Entscheiden wir später. Hey Nick, darf ich dir einen Tipp geben? Dünne Schafe. Glaub mir, das ist todsicher. Eine Limo hätte ich gerne. Man muss ihn stoppen. Du musst zur Polizei gehen, Kimmy. Heute noch. Kimmy, tu es. Erzähl mir doch nicht, was ich machen soll. Du selbst hattest doch Schiss davor, zu viel Angst. Hast du mit ihr geredet? Was ist los? Was hast du denn vor? Ich setze ihn außer Gefecht. Du machst damit doch nur alles noch schlimmer, okay? Es ist meine Schuld, dass er es weiter versucht. Dann geh zu den Cops. Ihn aus dem Verkehr zu ziehen, ist deren Aufgabe. Shawnee,
Ich bitte dich, geh hier weg. Hör doch auf. Vielleicht gibt's einen Haufen Ärger. Oh, kehrst du jetzt die ältere Schwester raus? Na, einer muss sich um... Mach eine kleine Pause, Junge. Hol dir mal eine Limonade. Danke, Mr. Cronin. Wiegelst du jetzt noch mein Personal auf, ja? Erzähl das alles Senior Constable Cook. Glaub kaum, dass es dazu kommt. Du bist mit Kimmy gesehen worden. Niemand glaubt doch solche Lügen. Die Leute mögen mich. Shawnee mag mich. Na, das werden wir sehen. Durch deinen Bruder habe ich tolle Sachen erfahren. Wie deine Eltern so über die Runden kommen zum Beispiel. Cook wird begeistert sein. Nur zu. Ja, ey. Schade, dass dein Bruder so ungeschickt in der Küche ist. Er könnte sich doch mal richtig verletzen. Also, es bleibt dabei. Halt den Mund, klar? Becky! Wir treffen uns nach dem Essen wieder. Ich kann nicht bleiben. Du musst ihn anzeigen. Es liegt Monate zurück. Ich kann nicht. Ist zu lang her. Frauen haben Angst. Die Cops verstehen das. Sie hat auf ihn geschossen. Verstehen die das auch? Wie bitte? Ja, ich wollte, dass er zugibt, was er getan hat. Du hast ihn angeschossen. Aber nur ins Bein. So schlimm ist es da nicht gut. Ist doch sowieso egal. Er will Shawnee was antun, wenn ich auspacke. Nein, nein, Becky. Becky. Du hast ihn mit Kimmy erwischt, ja? Ich hab nicht genug gesehen. Ich... Gut, verstehe. Also, wir müssen ihn wieder dabei erwischen. Und wie willst du das machen? Nicht nur eine von uns. Wir alle. Ja, wir müssen uns Rückendeckung geben. Wenn wir ihn mit Kimmy, mit ihr erwischen wollen, dann müssen wir warten, bis er den Pub schließt und hier übernachten. Claire wird nicht hierbleiben wollen. Claire, überlasst mir. Wir übernachten hier. Wir nageln das Schwein fest. Wieso muss ich hier für ein Zimmer bezahlen, wenn mein Bett nur 2 Stunden entfernt ist? Wir wollen feiern. Wir wollen einen schönen Abend haben. Ich will nicht die Hälfte der Zeit im Auto verbringen. Verdammt teuer, die paar Stunden. Entspann dich bitte. Wieso singst du nicht noch ein bisschen und benimm dich nicht wie eine 43-Jährige? Ich habe nichts anzuziehen. Keine Sorge. Ich habe mehrere Sachen dabei. Ich habe was mit, das dir super gut stehen wird. Das bezweifle ich. Und dann auch Make-up. Ich weiß, der Gedanke ist neu für dich, aber... Und wen soll ich damit beeindrucken? Nick. Nick? Wen sollst du denn sonst heiraten? Also, falls ich jemals heirate, dann jemanden, der mich so mag, wie ich bin. Du hattest deinen Spaß bei der Vieh-Auktion. Jetzt will ich etwas Spaß haben. Bitte. Na gut. Oh. Hallo? Ich habe Hunger. Ja, Mickey, ich auch. Brian kann uns ja was hochbringen. Ach, spar dein Geld, wir gehen runter. Was hast du gegen Zimmerservice? Auch wenn du mich altmodisch findest, ich möchte nicht, dass Brian uns hier so sieht. Brian ist okay. Echt guter Mann. Wir sollten sowieso mal wieder auftauchen. Jody wird sich schon fragen, wo wir sind. Nächstes Mal bringe ich Proviant mit. Jetzt bist du fertig. Darf ich jetzt gucken? Ja. Na, was denkst du? Ja, ist ganz okay. Ich finde, du siehst fantastisch aus. Lass uns gehen. Oh, lass mir eine Minute Zeit, ja? Die Männer fallen um, wenn sie dich sehen. Also, es dauert noch einen Moment, Jungs. Alles klar. Ja. Ein Steak wäre doch gut. Ich könnte ein halbes Pferd essen. Na toll, Terry. Willst du was essen? Ich bin nicht hungrig, Mom. 2 mal T-Bone und Soße dazu. Das heißt wohl, dir fehlen die Worte. Du bist wunderschön. Danke, wartet, bis ihr Claire seht. Liegt in der Familie, was? Kannst du laut sagen. Wollen wir tanzen, Tiger?
Ja, aber die anderen warten doch aufs Essen, also. Dann kriegt man wenigstens Appetit. Alex! Du tanzt ja richtig gut. Du bist auch nicht schlecht. Hey! Hey, Davy, hast du für die Frisur bezahlt? Reiß was. Ich hab Hunger. Oh, das ist falsch. Ich hatte das Steak mit Pilzen und Terry das Diana. Und ich glaube, Alex wollte das Pfeffersteak. Du hast Mist gebaut, Kimmy. Tut mir leid, Verzeihung. Stehst ein bisschen neben dir, Kleiner. Ist schnell erledigt, na komm. Ich fühle mich nicht gut, ich gehe besser nach Haus. Na, wenn du krank bist, klar. Rich und ich halten dann die Stelle. Alles okay? Sag mir nur Bescheid wegen morgen. Du kannst noch nicht gehen, Kimmy. Was? Weil wir doch feiern wollen. Naja, den tollen Verkauf. Wir dachten, du feierst mit? Ja, ich kann nicht. Tut mir leid. Klasse. Jetzt kriegen wir ihn nie. Wen kriegen? Lange Geschichte. Wen kriegen? Ja, aber wie siehst du denn aus? Das war einfach nicht ich, das ist alles. Wen kriegen? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Brian. Er macht es wieder mit Kimmy. Wir brauchen Beweise. Wir dachten, wenn wir ihn erwischen... Seid ihr verrückt? Für wen haltet ihr euch? Drei Engel für Charlie? Ist doch besser, als ihn ungeschoren davonkommen zu lassen. Wir wollten doch essen. Ich komm gleich. Sieht doch aus wie immer. Er widert mich an. Alle finden ihn toll. Fand ich ja auch. Wir haben viel gelacht und auch geblödelt. Ich durfte das Geschäftliche regeln. Er hat mir vertraut. Und ich vertraute ihm auch. Ich erzählte ihm Dinge, die ich sonst keinem erzählt hätte. Und dann in der Nacht, nach dem Rodeo, dich immer noch, du sollst doch mein Freund sein. Und jetzt macht er mit Kimmy genau dasselbe. Du darfst uns nicht für verrückt halten, Claire. Wir müssen es versuchen. Na komm. Na, dann gehen wir zur Polizei. Das haben wir versucht. Na, dann drohen wir Brian damit, zur Polizei schon zu gehen. Probiert. Gut, dann erschießen wir ihn. Sag nicht, das habt ihr auch probiert. Wir brauchen Beweise. Jetzt, wo Kimmy weg ist, müssen wir ihn einfach mit jemand anderem erwischen. Guter Plan. Okay, und wer übernimmt das? Was? Du meinst eine von uns? Klar. Oh, ich könnte es machen. Ich würde er nie anmachen, Claire. Und wieso nicht? Weil du einfach zu anständig bist. Soll ich mich geschmeichelt fühlen? Das funktioniert nicht. Er weiß doch genau, dass wir ihn alle hassen. Nun, nicht wir alle. Brian ist ein alter Kumpel von mir. Oder wenigstens denkt er das. Ja, aber du lebst in Drovers... Und ich habe nie verschwiegen, dass ich Becky nicht besonders mochte. Mom! Nein, sie hat recht. Brian mag Mick, hat für sie etwas übrig. Und er hat auch schon versucht, mich anzumachen. Was? Wann? Du hast nie was gesagt. Nun, es ist ja auch nichts passiert. Ich habe ihn abgewimmelt, aber diesmal werde ich es zulassen. Also, wie stelle ich es an? Wie kann ich an ihn rankommen? Brian spielt gern den Beschützer. Wenn mir Typen zu nahe getreten sind, hat Brian sie sich zur Brust genommen. Danach brauchte er Hilfe. Ich musste ihm einen Gefallen tun. Als nächstes spendiert er einen Drink. Irgendwas, was Teures. Also, wenn er deine Hilfe braucht, dir einen Drink spendiert... Dann weißt du, dass er dich aufreißen will.
Willst du das wirklich machen? Ja. Ist schon okay, keine Sorge. Gut. Wo wart ihr denn? Wir sind schon fertig. Frauengespräche. Wollt ihr es erzählen? Wenn ich es dir sage, muss ich dich umbringen. Auf die Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit. Klingt unheilvoll. So, jetzt schmeiß ich eine Runde. Nein, ich mach's. Ich schaff das schon. Nein. Setz dich, Terry. Ja, gut. Johnny, wann machst du Schluss? Wenn die Küche schließt. Geh jetzt. Was? Dann werde ich gefeuert. Weißt du noch damals, ich hab mich auf dich draufgesetzt, damit du nicht schwimmen gehen konntest in McLarens Wassergraben. Eine Woche später hat sich dein Freund Neil an der Wurzel verhakt. Ja, er ist ertrunken. Ich setz mich wieder auf dich drauf, Shawnee. Was ist denn los? Verschwinde hier. Alles okay? Ach, alle halten alles für selbstverständlich, das nervt. Behandelt Harry dich nicht gut? Wer zahlt die Drinks? Ich dachte, ihr von der Feministenfarm macht gern alles selbst. Oh, ich lasse mich sehr gerne von einem Mann verwöhnen. Nicht, dass ich keine Angebote hätte. Du warst nicht interessiert, soweit ich weiß. Entschuldige. Da dachte ich, es lief noch was zwischen Terry. Aber Dinge können sich ändern. Oder nicht? Kann sein. Ich fühle mich vielleicht nach einem guten Scotch wieder besser. Wieso nicht? Hab hier einen ganz edlen für dich. Terry wird sein. Danke, Brian. Kein Problem. Macht $6, Mick. Jetzt haben wir die Ryans zur Linken und die Ryans zur Rechten. Klingt wie ein Song, Claire. Mir gefällt er nicht sehr. Könnte schlimmer sein. Wäre hinter dir nicht der Nationalpark, hätte Dad das Land gekauft. Und du wirst völlig umzingelt. Richtig. Hey, Jody, du bist dran. Komm her. Was jetzt? Du fängst an, ich hole Mick. Ich weiß nicht, was sie so lange machen. Nein, Terry, warte. Ich muss mit dir reden. Reden mit mir? Worüber? Ich wollte dir nur sagen, weißt du, ich mag dich jetzt. Früher war das anders, doch jetzt schon. Weißt du, du tust Mom gut. Du bist richtig gut für Mom. Hat sie gesagt, du sollst das sagen? Nein, natürlich nicht. Na, wenn du irgendwas andeuten willst, dann sag's doch lieber gleich. Nein, will ich nicht. Ich will nur sagen, ich finde dich echt super. Und ich finde, dass ihr richtig gut zusammenpasst. Naja, Mom und du, Terry. Jody, willst du damit sagen, dass wir heiraten sollen? Was? Ich dachte, Mick will das nicht. Sie hat doch nichts gesagt. Hat sie sich's anders überlegt? Ich weiß nicht, sie... Na, das ändert alles, nicht wahr? Ich rede gleich mit ihr. Warte, Terry, du... Das Problem ist, ich habe Angst, Terry zu sagen, dass es vorbei ist. Er ist sehr aufbrausend. Wirklich? Mhm. Wenn er beleidigt ist und es schlecht aufnimmt, wäre es einfach gut zu wissen, dass da noch jemand ist. Ich muss mit dir reden. Dann will ich nicht stören. Ja, wir müssen reden. Terry, geh weg. Ja. Das lief ja ganz gut. Ja. Hey, du verdammter Idiot. Das war ich nicht. Das ist schon das zweite Mal. Du hast es fallen lassen. Fang bloß nicht an. Brian, kann ich helfen? Du scheinst etwas unterbesetzt zu sein. Alles im Griff, danke. So, Leute, Schluss jetzt. Als erstes werde ich Brunnen bohren und dann schaffe ich Vieh an. Ich will eine neue Rasse züchten. Na, was denkst du, Brian? Das ist gut. Ja, Lamas, Osterhasen, Erdhörnchen vielleicht. Hört sich gut an, Nick.
Hey, Tess, so triffst du nie was. Du stehst ja völlig falsch. Ja. Also, oh, danke, Alex. Du lässt auch nichts aus, was? Los, Doc, du bist dran. Und? Nein, nein, ich hab dir nichts zu bezahlen. Nee, du schuldest mir nur eins von gestern. Du wolltest doch inhalten. Hey, 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 ja. Der hat mich erwischt, richtig. Das ist eventuell eine Chance, Mick. Er kommt dich vielleicht retten. Ehrlich, du gönnst einem nichts. Genau. Wenn ich die Bräute auch gut bekomme. Hast du eine große Schnauze? Sie will nichts von dir. Kapier das endlich, du Dummbeutel. Hör zu, Joey. Na? Ruhe. Alle Mädchen hier kennen doch deinen Ausschlag. Hey, was soll das, Schatz? Ach, das erklärt alles. Du Loser. Hä? Kommt, Jungs. Ey, gib Frieden. Ja, ich will was. Was macht Mick denn da? Die kennt na, die das Jungs wüsste doch. Ich aber, Mick. Du Oberpfeifer. Immer mit meinen Pickeln auf dich. Bist du verletzt? Hast du noch einen Lügner vor? Joel, du kannst doch nicht sagen, dass er ein Lügner ist. Oh Mann. Ist okay? Oh nein. Ach ja, wie denn, Mann? Mach das normal. Ey, Jungs, hört doch auf. Danke, Terry. Hey. Alles okay, Mick? Ja. Noch ein Scotch? Ja, gern. Rettet Mom nicht vor einer Prügelei, spendiert ihr keinen Drink, das wird nichts. Na, das wär's dann. Wir können wohl nichts tun. Na, wir können nicht aufgeben. Wer redet hier von aufgeben? Uns fällt bald nichts mehr ein, Mick. Jetzt hört mal zu, ihr Loser. Ich schluck eine Kopfschmerztablette, dann gehe ich zurück an die Bar und klimpere für Brian mit den Wimpern. Noch bin ich nicht fertig mit ihm. Was sollen wir machen? Na, wenigstens könntet ihr inzwischen so tun, als würdet ihr euch amüsieren. Toll. Nein, im Ernst. Kommt, auf geht's. Kommt! Auf geht's. Wisst ihr, ich hab noch keinen Ton gesungen. Schätze, ich leg jetzt mal los. Ja doch, ich hab Steven Spielberg einen Grillteller bestellen sehen. Wieso gehen Frauen immer zusammen aufs Klo? Weil wir quatschen wollen. Haben wir euch gefehlt? Du hast doch verloren beim Pool. Du musst deinen ausgeben. Mick, kann ich jetzt mit dir reden? Nicht jetzt, ich hab Kopfschmerzen. So weit sind wir schon. Komm, Jody, sing endlich! Pass kurz auf, Rich. Ich bin gleich wieder da. It's a matter of time, such a matter of time. And time is all I have. It's a matter of time. Nicht so viel. Ich pass auf. And time is all I have. Brian. Hallo, Mick. Stimmt was nicht? Nein, gar nicht. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Aber was denn? Man müsste sehr blind sein, deine Signale nicht zu bemerken, oder? Brian, Ich mache um 12 Schluss. Ich wollte nur sicher gehen, dass du wartest. Wie wär's mit einer kleinen Anzahlung? Lass es uns langsam angehen. Zieh dich doch nicht plötzlich so. Ich schätze Frauen, die wissen, was sie wollen. How do you know? Is it something you feel? And always strong? How can it be real? Oh, it's a matter of time, such a matter of time. Ist von euch alles geplant, oder? Ist hier eine Kamera angebracht? Nein, offensichtlich nicht. When it comes to love. Du solltest jetzt gehen. Jody fragt sich sicher, wo ich bleib. Die ganze Nummer war sowas von eindeutig. Du hast mich scharf gemacht, Mick. Ja, super. Oh nein, ich denke, das war ein Missverständnis. Was soll das in Gehalte? Ihr Frauen behandelt mich wie Dreck. So leicht geht das nicht. Oh. Mich in Ruhe, du verstehst das falsch. Ich habe 20 Zeugen. Du hast die ganze Zeit darum gebettelt. Das war toll, Jody. Danke. Wo ist Mom? Oh, sie wollte nur Tabletten holen, glaube ich. Ist doch eine Ewigkeit her. Wo ist Brian?
Nicht schon wieder. Wenn er da drin ist, ist hier hoffentlich nichts passiert. So laut, wir müssen ihn dabei überraschen. Komm schon, du bist scharf drauf. Nur ein Kuss. Lass mich in Ruhe. Nur ein... Au! Mom, bist du okay? Klar ist sie das. Warum denn nicht? Was machen Sie hier, Brian? Sie hat mich hergebeten. Ich werde der Polizei aber was anderes erzählen. Kann ich mir vorstellen. Wir haben geplaudert, dann hast du mich plötzlich angegriffen. Das ist Körperverletzung. Lüg doch nicht. Was zwei Erwachsene allein machen, geht dich doch nicht die Bohne an. Du hast das Wort Zustimmung vergessen, Brian, und ich habe ganz sicher nicht zugestimmt. Ich auch nicht. Am allerwenigsten Kimmy. Ihr seid alles Freunde von ihr. Die Cops merken doch, dass ihr mich reinlegen wolltet, um sie zu schützen. Sie lügt und stiehlt. Und sie hat mich angeschossen, Gottverdammt. Du, halt es, Becky! Becky! Ihr habt gar nichts gegen mich in der Hand. Vielleicht hat er recht, aber lasst es uns trotzdem machen. Ja, ich gehe jetzt gleich zu Constable Cook. Nein, ich will nicht, dass du da hingehst. Danke, Leute, ihr wart echt toll, aber jetzt bin ich dran. Bist du sicher? Ganz sicher. Ladies und Gentlemen, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Herhören! Ich weiß, es kommt für viele überraschend, aber wie ihr wisst, geht es meiner alten Mutter seit einigen Wochen schlechter. Also, Kath und ich müssen uns für eine Weile verabschieden. Wir ziehen nach Fisher, da können wir sie versorgen, uns um sie kümmern. Wieso sagst du nicht die Wahrheit, Brian? Vielen Dank, Claire. Ja, es sieht so aus. Meine alte Mutter hat wohl nicht mehr lange zu leben. Also, wir werden den Pub verpachten. Wahrscheinlich sogar verkaufen. Ich werde nicht mehr lange hier sein, also, Freibier für alle. Mein Dank an euch. Alles Gute. Lass mich bitte mal durch. Machst du denn weiter, Rich? Gib ihm, was sie haben wollen. Er geht weg. Wir haben ihn aus der Stadt vertrieben, oder? Ja, er ist frei und kann's wieder tun. Bist du okay, Mom? Hat er dir wirklich nichts getan? Ja, mir geht's gut. Ehrlich. Unglaublich, wie mutig du warst. Unglaublich, wie dumm ich war. Wimmel mich nicht wieder ab, Mick. Wir müssen reden. Gehen wir kurz raus. Sicher. Ey, was war denn da vorhin los? Hast ja gehört. Seine Mutter ist krank. Ihr Mädels seid den ganzen Abend schon so komisch. Was ist los? Vielleicht können wir helfen. Danke dir. Diesmal nicht. Ich wollte mal kurz an die frische Luft gehen. Alles okay, Tess? Ja. Drink? Ja. Entschuldige wegen vorhin. Nein, schon gut. Ich weiß, was los ist. Wirklich? Hm. Wir fahren nächste Woche in die Stadt und suchen Ring aus. Du weißt ja, ich kann keine großen Sprünge machen. Ring? Wovon redest du? Na, vom Heiraten natürlich. Ich wünschte, du hättest ich will nur... doch nicht heiraten. Wie kommst du denn auf die Idee? Was? Ich wollte doch, ich... Ich dachte... Vergiss es. Nimmst du mich in den Arm? Na klar. Wieso sind Männer solche Schweine? Weiß nicht. Ist so. Ich kann nicht, Becky. Wir müssen es tun. Sonst macht er es wieder beim nächsten Mädchen und dann wieder beim nächsten. Und wenn Joe Cook uns nicht glaubt? Er glaubt uns, wenn wir zusammen hingehen. Ich verspreche es dir. Ich bin damals weggelaufen. Ich habe es bereut. Jeden Tag bereut.
Ich weiß noch immer nicht, was los ist. Aber wenn dich jemand geärgert hat, dann sag's mir einfach und ich schlag ihn K.O. Oh Mann, du bist der typische Macho, oder? Was spricht dagegen, eine wunderschöne Frau beschützen zu wollen? Nichts. Du bist wunderschön, Tiss. Ist das ein Spruch? Ach wo, ich bin doch ein Macho. Ich krieg doch nicht mal einen Satz zusammen. Ist es so schwer, ein Kompliment anzunehmen? Nein. Danke. Geht's dir wirklich gut? Ja. Kann ich dir was sagen, bitte? Sicher. Ich friere, ich will meine Jacke wieder haben. Die gehört jetzt mir. Einiges vor mit Wilgo. Ja, ich will Rinderrassen kreuzen und sowas. Hm. Welche willst du kreuzen? Claire, ich wollte schlafen gehen, also... Ja, ich dachte, wir, ich übernachte auch hier, dann können wir... Ja, ist mir recht. Ja. Nacht. 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 Willst du jetzt Chips oder nicht? Hol gleich ein paar Tüten. Nun. Sicher, dass das okay für dich ist? Ja. Ich find's okay. Ja. Alex meint, Murray Grace und Herefords würden gut zusammenpassen. So ein dummer Idiot. Er mag nur das Äußere. Ich meine, das hat auch keine echten Vorteile. Hab nun mal keine Ahnung. Weißt du, ich will mehr rausholen, Claire. Ich will die Sache ganz langfristig aufziehen. Hast absolut recht. Züchte Quarter Horses mit Blaze. Mhm. Blaue Belgier, ja? Beliebte Rasse. Mhm. Aber ich denke, so große, bemuskelte Bullen sind auch nicht das Wahre. Erzähl das mal den Leuten. Was ist mit dem Wesen zum Beispiel? Mhm. Weißt du, Anpassungsfähigkeit, Intelligenz. Ich weiß, aber worauf fahren die Leute ab? Fruchtbarkeit und Aussehen, nur das zählt. So viel zu den Nächten, in denen man nur redet. Ich sagte doch, das gibt's nicht. Ja, aber wir haben es doch gar nicht versucht. Ging ja nicht. Du lässt ja nicht die Finger von mir. Das ist doch wirklich gelogen. Was tut dein Händchen denn jetzt? Ach, weißt du, ich übe meine Viehprüfungstechnik. Du willst nur das letzte Wort behalten. Nein, im Ernst. Viel gelernt in 6 Monaten. Oh, das ist gut. Nun, als erstes prüfst du die Stärke der Fettschicht. Den Muskeltonus? Ja, ganz gut. Was, ganz gut? Was ist mit der Po-Formquote? Das hast du dir ausgedacht, die gibt's nicht. Ich denke, du hast zu viel gelernt. Und dann prüfst du nicht mal die Qualität der Rundung. Das überlasse ich lieber dir. Er lässt nicht. Morgen. Morgen. Hi. Au, Alex. Was macht dein Kopf? Besser. Du siehst nicht schlecht aus in Anbetracht der Umstände. Ein paar Fragen und dann sehen wir weiter. Ja, 15 Minuten, dann bin ich weg. Möglicherweise geht's nicht so schnell. Gratuliere, Beck.
fantastisch, Becky. Ich wusste, du schaffst es. Schätze, diesmal nageln wir ihn fest, Leute. Du allein warst es. Hallo. Also und? Essen wir? Ja. Hört sich gut an. Bis dann. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir fahren, kommt. Alles klar. Ich mag Frauenabende. Sollten wir öfter machen, Claire. Wenn du meinst, dass Gangern dein Tempo aushält. Danke, dass du gewartet hast. Ich kann jetzt loslegen. Was ist geplant für heute? Hab eine Überraschung für dich. Oh. Was ist das? Dein Anteil am Schafverkauf. Ja, wieso? Ich will... Ist für dein Café. Eine Anzahlung. Ich halte dich nicht mehr zurück.